Herr Wimmer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ja, guten Tag, Herr Scharoukni, guten Tag nach Teheran. Jo, vielen Dank. Herr Wimmer, die Lage auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist weiterhin kritisch, wie die Medien berichten. Und die gegenseitigen Drohungen, also auf der einen Seite die westlichen Länder, auf der anderen Seite Russland, gehen zunächst weiter. Ich würde gerne mal zunächst eine Kurzanalyse von Ihnen hören. Ja, Herr Scharoukni, wir haben in diesen Stunden gehört, dass wohl die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eine militärische Delegation in die Ukraine entsenden will, um sich vor Ort ein Bild von den Angelegenheiten zu machen und die Dinge auch selbst beurteilen zu können. Das ist aus meiner Sicht ein interessantes Zeichen, denn diese Organisation hat jedenfalls die Fähigkeit, Dinge beurteilen zu können und auch zu sehen, was da in der Tat los ist. Das ist das eine. Das zweite ist die Erklärung des russischen Präsidenten gestern aus der Pressekonferenz, die er gegeben hat, dass die Russische Föderation keine Absicht hat, die Krim zu annektieren, ist ebenfalls ein hoffnungsvolles Zeichen, weil es hier in den westeuropäischen Staaten und auch natürlich in der amerikanischen Presse eine regelrechte Welle gibt, die Russische Föderation und vor allen Dingen den russischen Präsidenten Putin zu diskreditieren und ihm alle möglichen Absichten im Zusammenhang mit der Ukraine zu unterstellen. Das ist die zweite Komponente. Die dritte Komponente, das haben wir gestern in den Nachrichtensendungen vor allen Dingen auch von Al Jazeera sehen können. Das muss besonders hervorgehoben werden. Es scheint erste Versuche auf der Krim zu geben, durch die ukrainische Seite Provokationen hervorzurufen, die, das wissen wir ja aus anderen Teilen der Welt, dann in der Regel nicht ohne Antwort bleiben. Und das wird alles durch ukrainische Kräfte gemacht, die sich auf die Vereinigten Staaten berufen. Sie würden aus den USA unterstützt und Amerika stünde hinter ihnen. Das war also die Berichterstattung bei Al Jazeera. Man darf aus meiner Sicht nicht verkennen, und das wird bestimmt eine wesentliche Komponente überhaupt der Auseinandersetzung in der Ukraine sein, dass der russische Kriegshafen in Sewastopol eine große Rolle spielt im Zusammenhang mit dem russischen Engagement in Syrien. Nicht nur wegen der Verbindung zwischen Sewastopol und dem syrischen Mittelmeerhafen Tarsus, wo die russische Flotte einen Stützpunkt unterhält. Also da kommen viele Dinge zusammen, die vermutlich diese Auseinandersetzung in der Ukraine mitbestimmen oder vielleicht sogar sehr bestimmen. Herr Wimmer, Sie sagten, eine militärische Delegation schickte die Organisation für europäische Zusammenarbeit in die Ukraine. Was wird diese Delegation dort unternehmen? Alles andere als dubios, wenn ich das so sagen kann, weil die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zählt ja die Russische Föderation, die Ukraine, Deutschland, Polen, die Vereinigten Staaten, Kanada und insgesamt 57 Staaten zu ihren Mitgliedern. Und wenn die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eine solche Entscheidung trifft, dann kann sie nur getroffen werden in der Zustimmung auch der beteiligten Länder, also jetzt hier in diesem Fall der Ukraine und der Russischen Föderation. Und wenn man diese Zustimmung hat, dann muss diese Delegation auch bestimmte Auflagen erfüllen und sie muss anschließend den Gremien der OSZE einen Bericht erstatten. Und dann ist das so etwas wie eine Handlungsgrundlage für möglicherweise auch Vorschläge, politische Ideen, politische Ziele, die man in diesem Zusammenhang verfolgen kann. Es ist aber eine vertrauensbildende Maßnahme, denn eins ist ja
ein Kernproblem im Zusammenhang mit der jetzigen Situation auf der Ukraine. Die ukrainische Regierung hat nicht die Legitimation, die man normalerweise einer Regierung unterstellt. Diese Hürde muss überwunden werden und deswegen ist diese Organisationsreise von großer Bedeutung. Herr Wimmer, Sie sprachen vorhin die Pressekonferenz von Putin an, von gestern. Dort hatte Putin auch gesagt, dass die westlichen Staaten die Ukraine wie ein Labor mit Ratten betrachten. Ja, jetzt will ich bei allem Verständnis für die Position des russischen Präsidenten mich nicht mit seinen von ihm gewählten Bildern auseinandersetzen, weil das ist immer ein Problem. Da liegen 2000 Kilometer zwischen und dann sind Bilder schon mal sehr unterschiedlich. Aber man muss natürlich in Zusammenhang mit der Entwicklung in der Ukraine sehen, es ist schwierig, da weiterzukommen, weil die Regierung und der Präsident Janukowitsch ja nach dem allgemeinen internationalen Urteil durch freie und faire Wahlen zustande gekommen war. Das ist ja kein Regime, das illegal war oder das sich an die Macht geputscht hatte, sondern das war eine frei gewählte Regierung. Und es ist schon mal ein einmaliger Fall, dass man in der modernen europäischen Geschichte eine frei gewählte Regierung wegputscht. Das gibt ungeahnte Legitimationsfragen für die Nachfolger und deswegen ist die Bemerkung des russischen Präsidenten von großem Interesse, wie man das in Moskau beurteilt und man muss in der heutigen Situation aus meiner Sicht leider feststellen, dass die westliche Presse ihre Funktion völlig beiseite gelegt hat. Hier wird Propaganda betrieben, hier wird die amerikanische Position ohne jeden Abstrich übernommen und öffentlich durchgesetzt, sodass eine normale Auseinandersetzung über das, was in der Ukraine zu beurteilen ist, eigentlich im Westen gar nicht stattfindet. Und diese Situation wird erschwert dadurch, dass natürlich, das wissen wir ja aus den abgehörten Telefonaten der amerikanischen Spitzenbeamtin Nuland, von vornherein beabsichtigt worden ist, eine den USA genehme Regierung in Kiew zu installieren. Und dazu ist jeder Weg gewählt und genutzt worden. Herr Wimmer, es gibt aber auch die Gefahr einer Spaltung, wie manche Experten meinen. Wie geht es hier weiter? Es gibt einen schönen englischen Satz, der heißt, erste Dinge zuerst. Und wenn wir uns mal an die Situation in der vergangenen Woche zurückerinnern, bestand ja die Gefahr, dass die revolutionären Ereignisse in Kiew wie eine Walze über das ganze Land gehen hätten gehen können. Und Entschuldigung, es bestand ja auch die Möglichkeit, dass bürgerkriegsähnliche Zustände sich über das ganze Land würden erstrecken können. Das aus meiner Sicht sehr besonnene, aber deutliche Auftreten des russischen Präsidenten in diesem Zusammenhang und der russischen Föderation ganz allgemein hat dazu beigetragen, diese Gefahr einer bürgerkriegsähnlichen Entwicklung zurückzudrängen. Und wenn man das nüchtern sieht, hat aus meiner Sicht das Auftreten der Russischen Föderation und ihres Präsidenten dazu beigetragen, ein höheres Maß an Unterstützung für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine zu liefern, als das im Westen so gerne gesehen wird. Man muss hier den Eindruck haben, dass die Ereignisse in der Ukraine nicht nur aus westlichen Kreisen wesentlich vorangetrieben worden sind und zu der heutigen Lage geführt haben, sondern dass die Ukraine so etwas wie ein Versuchslabor
für das weitere Vorgehen gegenüber Moskau und insgesamt der Russischen Föderation gesehen werden müssen. Lassen Sie mich hier auch an dieser Stelle so einen Satz von Frau Merkel zitieren, die vor einigen Tagen gesagt hat, man müsse in diesen Tagen dem Willen des ukrainischen Volkes nach Freiheit und Demokratie alle Unterstützung geben. Aus dem, was ich vorhin gesagt habe, dass die alte Regierung eine legitime Regierung war, kann ich diesen Satz von Frau Merkel gar nicht so nachvollziehen. Oder was meinen Sie dazu? Ja, das ist immer schwer, wenn man Ansichten, die jemand anders äußert, dann kommentieren soll. Aber ich muss auch aus meiner Sicht zugestehen, dieser Satz ist auch für mich unverständlich, denn das ist eines der vielen Kernprobleme, mit denen wir es in der Ukraine zu tun haben, dass zum ersten Mal in der modernen europäischen Geschichte eine frei gewählte Regierung weggeputscht worden ist. Das stellt Europa vor gewaltige Legitimationsprobleme. Und dann sind solche Aussagen, die sind nicht zu verstehen. Wie sehen Sie die weiteren Entwicklungen in diesem Lande? Wir haben es ja aus meiner Sicht mit einer schwierigen Entwicklung im Umfeld der Russischen Föderation seit 1999 und dem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien zu tun. Die Dinge in Jugoslawien, die Dinge im Irak, die Dinge in Syrien und an anderen Stellen haben ja auf amerikanisches Betreiben hin seit diesem Jahr wirklich dem Zweck gedient, der Russischen Föderation zu schaden und russischen Einfluss, der genauso legitim ist wie amerikanischer und deutscher Einfluss, den so zurückzudrängen, dass man eigentlich erwarten kann, dass es demnächst auf Moskauer Straßen so aussieht, wie es derzeit in Kiew ausgesehen hat und immer noch aussieht. Die Russische Föderation kann nicht mit einem fairen Verhalten des Westens rechnen. Das haben wir seit 1992 sehr deutlich gesehen. Es gab immer wieder Erklärungen auch des NATO-Generalsekretärs Werner und auch des damaligen amerikanischen Außenministers, dass man keine globalen Spielchen gegenüber der Russischen Föderation betreiben wolle. Das heißt, die NATO nicht bis an die russische Staatsgrenze vorangetrieben werden sollte. Die Wirklichkeit sah anders aus, sodass, wenn man in Moskau sitzt, den Eindruck haben muss, das kann ich aus westeuropäischer Sicht sehr nachvollziehen, dass man eigentlich alles tut, um die Russische Föderation letztlich auseinanderzujagen. Und das hat einen schweren Ausgangspunkt genommen im Zusammenhang, das erklärt auch vieles am westlichen Verhalten gegenüber dem russischen Präsidenten Putin, das hat einen schweren Ausgangspunkt genommen, als die Russische Föderation 2007 die Erdölverträge mit westlichen Unternehmen verändert hat, gekündigt hat. Bis dahin konnten die westlichen Ölkonzerne die Gewinne im Wesentlichen aus Russland raustransportieren. Die Gewinne blieben zu 20% in Russland und zu 80% landeten sie im Westen. Das hat Putin verändert. Und seit dieser Veränderung macht man Front gegen Putin, macht man Front gegen Russland und das geht so weit, und das halte ich für pervers, dass der russische Präsident in die Nähe von Adolf Hitler gerückt wird. Das ist deshalb besonders pervers, weil unter Hitler das russische Volk geblutet hat wie kein zweites. Und man schreckt vor nichts zurück und das ist bemerkenswert und ist aus meiner Sicht pervers. Vielen Dank, Herr Wimmer, für diese Einschätzung. Ja, vielen Dank, Herr Scharoukny, und alles Gute nach Teheran.